Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Livestream for Was Du Endet auf meinem Kanal. Ich habe mal die Energieleitung wieder umgebaut. Sehe gerade, der Chat ist noch gar nicht da. So, jetzt habe ich den Chat wieder da. Ja, ich habe die Energieleitung wieder umgebaut, die Laser abgebaut. Irgendwie hat das nicht so geklappt, wie ich wollte. Jo, jetzt scheint es einigermaßen zu funktionieren. Ich habe hier zwischenzeitlich auch mal Pyrotheum benutzt, um Energieversorgung zu machen. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Noch ein paar Thermoelektrik-Sachen gebaut, damit mehr Strom ankommt. Der ist jetzt hier nun abgebaut und nicht mehr aktiv. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Pyrotheum. Und ich weiß ja nicht, wie das andere jetzt heißt. So, das heißt, wir hätten das soweit erstmal wieder. Also Energie geht wieder. Können wir nochmal ganz gucken gehen. Essen halt auch mal abgefarmt alles. Jo, Energie steht. Bin ganz zufrieden jetzt. Natürlich müssen dann wieder ein paar andere Endgeräte ran und sobald die rankommen, wird auch die Energie ein bisschen knapp. Das heißt, wir müssen definitiv noch Energie bauen. Wie gesagt, Thermoelektrik gebaut. Brauchen wir nur noch aufstellen. Pyrotheum und sowas müssen wir dann halt auch noch machen. So. Jetzt denke ich mal, nehmen wir uns mal das Questbuch zur Hand. Was nehmen wir da? Nehmen wir Flux. Eine Vibrationskammer sollen wir bauen. Mach mal mit einer Vibrationskammer. Okay. Ja. Für halt mal wieder eine Lootbox. Etro sollen wir auch bauen. Auch die hätten wir jetzt. Und ein KME-Speicherzelle. Da halt mal wieder eine Lootbox. Gerade Herzen reingeschmissen.
Gucken, ob wir den noch kriegen. Ne, kriegen wir nicht. Warum kriegen wir das nicht? Dachte, das kriegen wir, aber gut, dann kriegen wir es halt nicht, ne? So hätten wir auch komplett. Autocrafting-Teil. Warum bauen sie sowas im Voraus eigentlich? Malwerk. Fehlt uns gerade der Pisten, den machen wir auf der Schnelle. Und dann haben wir auch wieder ein Malwerk fertig. Und eine Legierungsschmelze. Eigentlich alles schon mal gebaut haben. Da fehlt mir jetzt. Nichts mehr. Und auch diesen Quest hätten wir jetzt erledigt. Wir nehmen einfach mal die Energiezellen. Energieleitung. Davon haben wir zwar schon eine Menge, aber warum denn auch nicht? So, was haben wir hier? Autofarmer. Das wird er voll ändern, ne? Ackerbaustation? Heißt das Ding Ackerbau? Wo was? Da war Christels für Ackerbaustation. Pulverisierte Kristalle? Slice and Dice brauchen wir. Slice and Dice, hab ich den? Legierung. Ja, haben wir schon. Haben wir mir so eine Sorgen. Wieder Diamonds. Wir brauchen Creeper, also.
Das ist ein Creeper. Oder hat mich gerade verguckt? Ne, da ist einer. Fuck. Overkiller 13, hallo, herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir denn so? Mir geht's gut. Jetzt nochmal den Creeper, den Klöten abschneiden. Natürlich ist jetzt wieder kein Creeper mehr da. Auch keiner bei gerade. Das ist ein Creeper. Warum geht denn das nicht? So. Schnell weg. So, jetzt müssen wir alle da runterfallen. Drehen wir mal kurz pennen. Und dann gehen wir mal die Creeper-Polypen abgehen. So, damit basteln wir uns jetzt wieder mal zusammen mit der Empelype vom Creeper oder Hoden vom Creeper. Ich weiß ja nicht, was das sein soll. Also brauchen wir unbedingt, um Quests zu erfüllen. Also brauchen wir das. Wenn wir brauchen, nehmen wir uns das einfach mal eine Runde. So, haben wir denn hier Ackerbaustation? Na? Ne, ohne Nether Star. Noch hier unten war der. So, jetzt hält uns unten noch das Ding. Z-Logistik. Dazu brauchen wir unbedingt einen Zombie-Kopf? Oder können wir doch andere? Wir brauchen auf jeden Fall zweimal
Update. Dann. Silly. Zweimal. Was schon ist klar. Und ein Kopf. Zombie-Kopf. Ein Glück habe ich 13. Ich dachte, ich habe keine mehr. So, dann brauchen wir eine Schere. Haben wir auch. Und wir brauchen eine Joldene-Axt. Die packen wir unten in Slicer. Ich kann die gar nicht in Slicer packen. Ich habe doch gar keinen Strom mehr, ne? Der Strom, den wir da noch gespeichert haben, gerade noch so. So, jetzt können wir uns die Ackerstation bauen. Ich weiß nicht, ob die besser ist als der Farmer, den ich habe. So, haben wir. Was nehmen wir da? Sehr, sehr schwer. Eine Loot-Chest. Wir nehmen immer Loot-Chesten. Leitendes Eisen. Ich hab Schweineeisen. Das soll ja von Ender sein. Was war denn jetzt leitendes Eisen? Eierendust, Eisenwaren und Redstone. In die Legierung schmelze. Dip. Die hat hoffentlich auch noch genug Strom. Ein paar brauchen wir davon. Wird wahrscheinlich nicht reichen, der Strom. Okay, der würde eine gute Baumfarm hergeben, ne? Bin ich der Meinung.
Packen wir auf jeden Fall darin. Überlegt das Ding als Baumfarm zu nutzen. So. Energetische Legierung. Die müsste ich aber noch haben. Zehn hätte ich davon. Und 32 von dem Dings. Jetzt gucken wir mal nach, was das sagt. Das Ding sagt, wir haben keinen Strom. So, jetzt kann es oben wieder Strommangel geben. Aber gut. FR3K8. Ja, herzlich willkommen im Stream und einen wunderschönen guten Abend auch an dich. Wie viel brauchen wir denn dafür für den Quest? 32 Stück, warum hat den Rest noch nicht anerkannt? Hallo? Hab ich. Ich muss die wegschmeißen, wieder auffangen, oder? Na gut, da brauchen wir noch ein bisschen, ne? Beatwash, willkommen im Stream. Ja, ich könnte deinen Kanaltrainer bewerten, allerdings nicht mit einem Stream. Kann ich gerne so tun, ohne dass wir das jetzt hier live trauen müssen. Aber ja, wie gesagt, ich kann das tun. So, jetzt haben wir 33. Und Quest completed. Wir nehmen... immer dich. Ja, diesen Slicen habe ich schon. Und soll ich ihn nochmal machen? Oh. Die Knarren kommen jetzt auch dran. Echt schwer machen jetzt. Basic Competitor. Das geht jetzt alle doppelt und dreifach machen muss, ey. Das nervt ein bisschen. Aber gut. Basic. War jetzt Basic? Nee. Wo ist denn Basic hin? Da oben ist er. Zack, haben wir. Claim.
Jetzt hätte ich noch als komplett an. So. Monster Stop. Was ist denn ein Monster Stop, bitte? Monster Stop. Weiter. Hä? Das ist jetzt damit der Monster Stop. Der mit den coolen Diamanten oben drauf. Also. Dichting. Ja, nee, hätte ich diesen Seelenminder. Dorfbewohner. Na, aber wenn ich den nicht hätte. Nehmen wir einen, den ich da bin, dreifach habe. Wären es mal weniger. Wer gerade draußen ist, muss sich opfern. Wenn keiner draußen ist, suche ich mir einen aus. Pfeilmacher, Bauer, Waffenschmied. Waffenschmied. Werkzeugschmied, Redstone, Priester, Archimist. Die Archimisten. Kommen Sie mal. Wir müssen mal reden. Das war wohl nicht der Archimist, den ich angefangen habe, aber gut. Hauptsache ich komme auf dem Dorf bewohnt jetzt. Leute, wer mich noch nicht abonniert hat, folgt oder sonstiges, hat die Möglichkeit, dieses jetzt zu tun. Wir machen übrigens mal so 2-3 Minuten eine kleine Streampause. Dann bauen wir jetzt ein Ding jetzt hier noch fertig. Was wartet jetzt eigentlich? Ach ja. Das Moor rockt. Seelenbinder. Wo haben wir den eigentlich? Eigentlich müsste der hier irgendwo rumstehen. Nein. Ich habe keinen Seelenbinder. Wir brauchen Seelenbinder. Aber wann der Seelenbinder? Hier ist er. Und zu ihm zu gehen fehlt mir ein Quickie-Wahrkopf. Oh, fucking. Ein Creeper-Kopf. Der ist ja auch so einfach zu kriegen. Das heißt, wir müssen alle rauspacken, mal besitzen. Damit Mystic jetzt eigentlich. Ja, doch, damit Mystic es eigentlich schaffen, auch zu enthaupten. So.
den Creeperkopf. Ein Creeperkopf. So Leute, ich leg jetzt mal eine kleine Streampause ein. In der Zeit habt ihr die Möglichkeit, menschliche Bedürfnisse nachzugehen, wenn ihr wollt. So Essen, Trinken, Toilettengänge. Und ich sterbe. Ich wusste es. Gut, dann sind wir frisch gestorben. Wie gesagt, wir machen jetzt eine kleine Streampause und sind gleich wieder da. Oh, falsches Bild. Ich sehe gerade, ich habe gar kein Pausen-Bild drin. Muss ich mir nichts mehr hinzumachen. Alles klar, trotzdem, kleine Streampause, bis gleich. So Leute, die Streampause ist vorbei. Ich bin wieder zurück für euch.
Und wir haben immer noch keinen Creeper-Kopf. Dafür brauchen wir ein Schwert mit Enthauptung. Die Frage ist, ja, genau. Wir müssen dazu ein paar Sachen schmelzen. Mein Breitschwert habe ich nicht. Oder krieg Enthauptung so irgendwie? Als Buch? Enthauptung 2 Obsidian. Das ist Obsidian. Da würde ich auch ab Enthauptung 2 raufkriegen. Müssen wir mal gucken, was wir dazu brauchen. Ne, erstmal hier unten ran. Wir brauchen Creeper Face. Ding brauchen wir. Ja. Gut. Wir haben noch ein Creeper-Gesicht. Kann ich mit einer Axt abbauen, dann brauche ich nicht so weit rennen. Können wir. So, und wir haben uns sehen, bitte.
muss ich mal gucken. Den haben wir jetzt zu weit nach hinten gebaut. Aber wir können auch gleich. Xenon-Pole mitnehmen und auch einen Smaragd. Und dann brauchen wir noch EPs, ne? Ein bisschen auf jeden Fall. Reichen 20? Warum kriegt ihr jetzt keinen Strom? Das ist gerade fraglich, warum kriegt das eben, wenn da kein Strom? Ich hoffe, die Sachen sind alle noch drin. Sind drin, aber der kriegt immer noch keinen Strom. Einfach Paul, willkommen im Stream. Hi, hi, wie geht's dir? Gut, geht's mir und selbst. Warum kriegt das Ding keinen Strom? Stört mich gerade, dass der Ding keinen Strom kriegt. Dann versuchen wir immer den Strom auf altertümliche Art und Weise. Ja, ganz okay. Na, gut, das ist ja auch ein bisschen was gut, ne? Strom, juhu, und fertig ist das Ding auch. Kann ich hier meine Spawner reinmachen? Also sprich, wir machen jetzt hier, nehmen wir mal
den Jungen hier, der ist sowieso schon fast tot. Mal her. Muss ich erst reinkommen? Dann holen wir uns unten Spawner. Ich denke mir, es ist egal, welchen Spawner wir da nehmen. Wieder herzlich willkommen im Stream. Alles klar, dann bist du halt mal auf. Mann, sitze ich wieder. Ich muss da unbedingt eine Lohne reinpacken. Ich kann die nicht kombinieren. Aber ist gut. Jetzt mein Questbuch hier lassen. Immer wieder dasselbe, ne? So. War ja immer noch dabei, irgendwie diesen Obelisten zu bauen. Den Obelisten zu bauen. Der braucht noch Strom, der Obelist. Ja, nee, ist klar. Wäre schön, wenn er jetzt noch anerkannt ist, damit er da ist. Ach, wir brauchen noch einen. Version. Genau, ein Enderman-Kopf. Gut, diesmal gehen wir gleich da hinten mal gucken, ob wir noch irgendwo rumzuhängen haben. Aber Zombies hätten wir noch. Hat nicht mal ein Enderman Spawner, dass man sagen könnte. Was wir machen könnten, wären, wir könnten uns ins End teleportieren. Und. Aber wieder dabei. Brauchen wir trotzdem Langschwert.
So, dann versuchen wir mal lieber jetzt hier Obsidian. Nee, nicht hier. Hier Obsidian drin ballern. So, dann brauchen wir ein Creeper-Gesicht. So, da war wieder. Wo haben wir denn die ganzen Druckplatten gelassen? Schablonen mehr. Gut. Oder auch nicht. Dann werden wir uns wohl welche machen müssen. Neue. Klar, mal Schablonen. Jetzt müssen wir noch mal gucken. Das Breitschwert braucht, das haben wir. A Creeper Face. Und das zweimal. So, jetzt haben wir Enthauptung 2 drauf. Wundervoll. Gehen wir nochmal abkühlen. Was schwierig wird es jetzt, ein Enderman zu finden. War ein Enderman, oder? Könntet noch mit Diamant und Redstone ein bisschen verschönern. Haben wir noch hier Clash Slammer 2.0, herzlich willkommen im Stream dir und Redstone. Jetzt kann ich nur an dem hinteren machen. Kann ich da nichts mehr raufknallen?
Na gut. Sollte auch so jetzt reichen, das Ding. Aber wo kriege ich jetzt Endomines her? Halt das Zollband irgendwo rumzulegen. Gutes Schwert, ja. Ich hoffe, es nutzt mir auch so viel, wie es aussieht. Sehen gebunden da. Amboss. Ach ja. Nicht hier drinne. Sondern am Zaubertisch. Aber wo ist der? Habe ich das Ding hingestellt? Der ist irgendwie komplett weg. Warum ist der weg? Das auch nicht. Das auch nicht. Hier ist auch nicht. Lag. Glaub mir, Leute, da fängt gleich an zu schwitzen, wenn das Ding weg ist. Mal ganz viel Erde. Das ist wirklich weg. Und ich brauch den. Puh. So, jetzt gucken wir unten nochmal nach. Nein. 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 Gut, hier gibt es keine Kisten mehr. Jetzt auch keine Kiste mehr. Nein. Gucken wir noch mal hier rein. Das Ding heißt Verzauberer. Ver. Crafte dir doch ein. Warum soll ich sagen, Kraft, die ich ja nicht hatte? Da habe ich kein Leder für.
wieder verklickt. Also. Dann, ach ja, muss mir jetzt Buch machen. Zack. So. Das Buch habe ich doch. Was? Nee, das liegt nicht daran, das wird mit euch. Das liegt daran, dass ich zu wenig XP bei mir habe. Bei 19 XP ist ein bisschen schwach. Nö. Warum kann ich da kein Zollbon drauf machen? Oh, da kriegt der N. Oh, Minecraft ist abgestürzt. Dachte schon mal an, wie der kickt mich. Dann kannst du es aufstellen, wo es nicht geht. Ah, ja. Okay, jetzt gemacht's. Wir starten Minecraft nochmal neu. So Leute, in der Zeit gehen wir schnell eine rauchen und ich gehe mir was zu trinken holen. Alles klar, bis gleich. Minecraft ist wieder da, gleich. So, da bin ich wieder. Nein. Der Server ist nicht gecrashed. Minecraft ist gecrashed.
Das ist also ein Unterschied, ne? So, in den nächsten Tagen geht übrigens meine Webseite online. Das finde ich gerade gar nicht lustig. Da werde ich den Server auch mal neu starten müssen. Oder einfach nur komplett Minecraft neu relaunchen. Öffne mal Twitch Launcher. Dürfte gleich weitergehen.
Gleich ist er fertig mit Leulern. Hoffe ich zumindest. Dann probieren wir es mal nochmal, ne? So, lassen wir mal schnell alt laden. Ist ein Buch verschollen. Jo. Welches ist das Buch? Könnte es allerdings auch mal anders machen. Wir machen jetzt mal. Zwei normale Obsidian Chests. Wir können nur eine leisten. Weiße Wolle haben wir. Haben wir rote Blumen noch? Färben. So einer nur.
Jetzt kann ich mir schreiben. Ich will nicht sterben. Warum suche ich eigentlich immer irgendwelche Endgeräte? Den habe ich bestimmt kaputt gemacht. Den Kompressor. Der hatte nämlich auch ein Problem, der konnte nämlich kein RF kriegen. Sag ja. Der brauchte nämlich EU anstatt RF. So, dafür brauchte man Umwandler. Den müsste ich nämlich auch noch irgendwo haben. Nur ist die Frage, wo? EU. Nee. EU. Leuchtfeuer. MFSO. MFS. Mit oder High, aber der RF habe ich ja nicht gefunden.
Gucken wir mal unter Med. Vielleicht sind wir da. Sag ich doch. Da ist er doch. Und schon kriegt er Strom und kann durchlaufen. Ein Problem weniger, wir kriegen jetzt Lohnrouten. Wir können uns dann eine Endertruhe bauen, eine rote. Zwei Stück am besten. Dann nehmen wir eine mit in den End und eine behalten wir in der Base. Dann können wir nämlich sterben, weil wir kommen nicht aus dem End zurück. So, wie gesagt, wir bauen uns jetzt eine Endertruhe, damit wir im End sterben können. So. Das ist egal, welche wir nehmen, weil wir nehmen mit roten Deckel. Jetzt sehen wir uns wieder. Jan Bayer bekommen geschrieben, nein, zurzeit kann man nicht mitzocken und ist auch vorläufig nicht vorgesehen, dass jemand mitzockt. Erstens bin ich fast am Ende des Projekts schon. Und dann wird auf diesem Server kein weiteres Projekt mehr starten, sondern nur noch im Singleplayer. Und da auf diesem Server wieder mein Community-Server raufkommt. Und deshalb ist Mitzocken leider nicht möglich. So, jetzt stellen wir hier ihn hin. Den machen wir das Ding drin. So, jetzt kommt alles raus. Dann brauchen wir eine Spitzhacke. Wenn wir eine ganz normale machen. Wir kommt auch hier hin. Was brauchen wir sonst noch? Ja, nicht, ne? Wir brauchen den Enderkuchen. Und Enstro nehmen wir auch noch mit. Auf geht's ab in den End. Und kriegen hier Schaden.
Frag mich echt, warum ich Schaden kriege. Die bedeutet Wasser. Aber das Problem ist, dass ich im End eigentlich kein Wasser brauche, weil wozu? Der Enderdrachen macht mir Schaden. Wieso macht mir der Enderdrachen Schaden? Wo ist der Kuchen hin? Weggebackt oder was? So, nochmal einen Kuchen. Und nochmal ins End. Ein Witz, dass hier sogar die Dings weggepackt ist. Och man. Dann habe ich keine Chance, mit meinen Sachen zurückzukommen. Nee, komm nicht zurück. Ist das eine Scheiße? Hi Diamond Apple 2003, willkommen im Stream in den letzten 23 Minuten. So, das heißt, das, was ich vorhatte, läuft nicht. Vor allem weiß ich gar nicht, warum backt da so eine Kiste weg. Ja, die hittet alles, aber das Problem ist, die bringt mir keine Köpfe.
Ich brauche eigentlich Enderman-Köpfe. Stimmt. Das stimmt auch allerdings. Gut, ich glaube, jetzt am Tagebrot kann ich versuchen, einen Enderman zu finden. Und irgendwie sind mir ein paar Sachen weggebackt. Also, mein Engine-Ring fehlt mir. Wo habe ich das Ding gelassen? Das ist schön, ne? Meinst du, das Ding hat. Eine Chance, Köpfe zu droppen? Jan Bayer, alles klar, haust du rein, gute Nacht wünsche ich dir. Ja, ich habe mir letztens das Tutorial davon angeguckt. Jo, ich hab's ja noch ja nicht gezockt. Will ich, wie gesagt, erst. Bin ich doof. Jetzt zeigt das Ding wieder und ich wusste das. Damit ich es finde, wenn ich es nicht mehr brauche. Und mir einen neuen gebaut habe. Sind tatsächlich Sachen verschwunden. Oder? Ich finde die immer wieder, wenn ich das nicht mehr brauche. Mein Angel Ring. Aber der kann auch irgendwo in den Kisten liegen.
Die könnten wir auch mal rausnehmen. Ich habe zwischenzeitlich mal Sachen rausgepackt, irgendwo hingepackt. Weil ich fast gestorben bin und sowas halt alles heute. Na super, Anwerfer. Davon haben wir auch noch. Zäune brauchen wir auch nicht. Mustersteine auch nicht und wieder Zaun. Da lohnt sich ja mal richtig, diese Loot-Chests, ey. Jetzt wie Spark und so. Erst gute Sachen kriegen, wenn das Projekt fast vorbei ist. Ding muss doch irgendwo sein. Ich kann das doch nicht so verschludert haben. Ja. Ist es auch nicht? Gut. Dann ist das Ding wohl erstmal weg. Probiere ich also vorsichtig nicht nochmal aus. Dann hau mal raus. Für Strom bin ich immer offen. Ich habe diese Laserprobierteig irgendwie nicht hingekriegt. Also momentan habe ich meine Stromleitung wieder mit Ender. Jet. Solarpanel. Ja. Wie jetzt? Jetpack aus Kartoffeln oder was? Kartoffeln und Redstone. Habe ich kein Redstone mehr?
Kartoffeln müsste ich haben. Nicht das Kartoffeljackpack. Okay. Dann doch nicht aus Kartoffeln. Aber ich muss ja so oder so erstmal Tier 1 bauen. Könnte allerdings, weil die Rüstung habe ich. Alles klar. Weil lohnt sich doch glatt mal eine Kartoffel. So, wir brauchen denn Ironplatten. Alles klar. War das jetzt hier? Hammer. Ja. Haben wir noch einen Hammer? Hammer? Ja. Oh, das dürfte erstmal reichen. Weil es so schön ist, nehmen wir die gleich nochmal. Ja, werde ich den nächsten Mal machen. Oh, diese Bedbox. Ein Tinkabel. Halt noch nie gehabt. Boah, wie waren die jetzt mit den Tin-Kabeln? Tin und ein Cutter. War ich zu blöd für. Das habe ich irgendwie nicht gebacken gekriegt. Aber jetzt funktioniert es ja mit, ja, nee, ist klar, Erfolg erzielt. Ja, das Problem ist, dass der Strom nicht da angekommen ist, wo ich ihn hinhaben wollte. Hier mit diesen, wollen die lassen. Den habe ich noch rumzuhängen. Den Dingern. Die muss ja miteinander verbinden. Aber wie gesagt, der Strom ist nicht da angekommen, wo ich ihn haben wollte. Also, da bin ich ja lieber bei Enderleitung geblieben. Na
Naja, ich habe die direkt auf die Geräte draufgesetzt. Also sprich, ich habe ihn hier drauf gehabt. Der soll den Strom rausziehen, dann sollte sie im Endeffekt übertragen zu den jeweiligen Punkten. Weil allzu weit reichen die Dinger ja auch nicht. Und meinetwegen direkt hier auf dem, nehmen wir mal Redstone-Ofen raufgepackt und habe gesagt, hey, nimm dir den Strom, den du brauchst. Der Input ist unten an der Seite. Kannst du mit dem Kompass einstellen. Super. Okay. Ja, gut. Ich dürfte irgendwo noch über einen Stack Laser hier rumzuliegen haben, wenn ich die nicht irgendwo vernichtet habe. Dann kann ich das morgen mal probieren. Beziehungsweise später mal probieren. Ja, ich habe jetzt, kann ich dir mal zeigen, hier alle mit Enderleitung versehen. Hier siehst du, dass auch noch ein Laser rumhängt. Ich muss gucken, ob das reicht. Momentan habe ich so oder so einen sehr großen Stromverbrauch. Gut, der hat noch genug. Also der Reaktor zum Beispiel ist auch gar nicht angeschlossen momentan. Okay, der hat auch noch genug. Weil ich habe heute meine Stromversorgung überhaupt hier unten mal ausgebaut. Wie man sieht. Ist ja lebensgefährlich hier reinzugehen, aber gut. Mit Kryotherium und dieses Pyrotherium. Ja, die halt mit der Ranch verbunden, genau. Aber vielleicht lag es auch daran, also mit dem Kompass, das wusste ich ja zum Beispiel vorher auch nicht. Den Item kann ich sehen. Na, hab ich doch. Nee. Tin Item Casing. Ja, die hatten auch einen roten Strahl. Soweit bin ich ja dahinter gekommen. Bloß in dem Tutorial, was ich gesehen habe, da hatten. Die Kisten mit dem Kompass. Und da wusste ich nicht, dass man das mit den anderen auch machen muss.
Hab gar kein Gummi mehr. Jo, der läuft. Sonst hätte ich ja die Laser nicht machen können. Ich habe keine. Das war nicht wieder. Den kann ich Füchernetze machen. Und Fischchen fangen. Ich habe nicht wirklich meine ganzen Bäume weggekloppt, die Rabe hatten. Ja, kann ich jetzt so morgen oder so mal machen. Nachdem ich jetzt gerade feststelle, ich bin schon wieder über meine Zeit. Wie immer. Ich muss gleich meine Frau wecken. Die darf gleich zum Dienst ins Krankenhaus. Ja. Solltest du ein Ex. Na, gucken wir mal. Auch nur Strom. Das Problem habe ich hier irgendwie des Öfteren, dass das nicht geht. Das heißt, wir müssen mal komplett von hinten Kabel ziehen. Und ich habe keine MV-Kabel mehr. Kann ich da normale Heizung haben? Also dieses Rabahut. Das ist halt nicht mehr eine normale Spitzhacke oder was?
Jetzt muss ich mal gucken. Ach, der ist ja auch nicht mehr angeklemmt. Jo, habe ich gerade gesehen mit der Überhitzung. Gucken wir noch, ob wir was haben. Überhaupt nicht viel. Aber Leute, ich muss gleich den Stream schließen, leider Gottes. Weil ich gleich meine Frau weg muss. Die hat ja Dienst und muss gleich zur Arbeit. Dementsprechend. Ja, werde ich meine Frau bestellen. Ihr einen guten Morgen. Für mich dann eine gute Nacht. Und für dich natürlich auch, ne? Und für den Rest im Stream. Wünsche ich euch natürlich angenehm. Ich werde mir merken, dass ich einen Jetpack bauen wollte und gucken wollte, was die. Genau, was die Solarzellen kosten werden und Fischernetze. Und dann sehen wir uns morgen wieder, beziehungsweise nicht morgen, ach, immer wieder derselbe Spruch, ne? Heute wieder. Also. Bau dir morgen ein Clipboard. Was ist ein Clipboard? Kannst ja alles aufschreiben. Ja, ich habe auch hier irgendwo Bibliokraft. Echt? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Haben wir nicht. Im Raumschiff hängen die. Da gibt's sowas auch nicht. Ist gar kein Bibliokraft drauf. Nö. Gibt's keine Clipboards.
Ne, hier ist überhaupt kein Biblokraft drauf. Auf Kurs. Gibt's da Unterschiede? Okay. Gut zu wissen für das nächste Mal. Ist nicht drauf. Leider nicht, leider nicht. Alles klar, haust du rein und ich bin wie gesagt auch schon weg. Meine Frau steht in 20 Minuten auf. Alles klar, ich muss noch einen Kaffee kochen. Juli, haut da rein, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, kommt doch gerne morgen wieder oder übermorgen. Und wenn nicht, lasst eine Kritik da. Ne? Alles klar, ciao, ciao Leute, ich bin Rahus.